Why is this happening? And to me. Das weiß ich nicht, aber willkommen zurück zu Life is Strange. Beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass wir die Zeit zurückspulen können und dass ein Mädchen auf der Toilette erschossen wurde. Nice. Und wir haben ganz viel im Tagebuch und sowas gelesen. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr gerne die erste Episode anschauen. War ziemlich gut und es gibt eine neue Seite. Ja. Nice. 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Okay, wir kommen runter. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Du hast die Antwort nicht gewusst. Total versagt, ich bin ein Loser. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist zu fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen. Während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und ich will, dass ich den Erfolg habe. Okay, haben wir Nathan. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Jupp. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell, sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid, er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts, ich muss jetzt ab sofort Augen im Hinterkopf haben. Yep. Kann ich da irgendwas lesen bei den Episoden? Nee, aber ich kann sehen, welche Bilder ich schießen kann. Oh. Okay, irgendjemand bei einem Baum oder so? Das ist anscheinend ein Fenster und ein Mann mit Bart und Baum, aber der hat keine Brille auf, also es ist nicht Mark Jefferson. Dann haben wir noch ein Eichhörnchen mit einer Tasse, wollte ich gerade sagen. Keine Cola. Ja, ist eine Dose, genau. Irgendein Van. Also ein Wohnmobil. Ein Vogel auf dem Stein, Sonnenuntergang oder Aufgang. Ich schätze aber eher mal Untergang. Ist das ein Flugzeugwrack? Ich glaube. Okay, da versuche ich natürlich alles zu finden, was ich fotografieren kann. Aber ich glaube, hier habe ich alles. Ja, ja, Schnauze, Victoria. Excuse me. Oh, da ist eine Kamera im Hintergrund, die habe ich gar nicht gesehen. Yes. Excuse you. No, Victoria. Okay. Excuse us. Warte mal, vielleicht gibt's jetzt, okay. Ich weiche nicht aus. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Das können wir auch verwenden, glaube ich. Zurückspulen. Zurückspulen. Drücke Steuerung, stell jetzt Aktion zurück. Oh, die letzte Aktion wird auf der Leiste markiert. Okay. Hallo. Excuse me. Never let one of John Lennon sagte. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, richtig schön einschleimen erstmal. All the right answers, good. Mhm. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay, dann auf geht's zur Toilette, damit wir gucken können, ob wir das verhindern können irgendwie. Jetzt kann ich, glaube ich, mit Leuten reden, oder? Ich kann sie ansehen. Because Max wants everybody to see how hip she is. As if. She plays it so shy. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Okay, ich wollte das nicht hören. Ihr seid einfach nur gemein. Was soll der Scheiß? Könnt ihr aufhören? Ey, also ohne Witz. Kann ich mit dir reden? Nee, immer noch nicht. Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Okay, Max, retrace every step. Yep.
I washed my face. I shredded my photo. Then the rein theoretisch ist es egal. And I took a photo. Weil sie muss einfach nur Zeit schinden und warten, bis Nathan reinkommt, weil der kommt ja so oder so rein, egal was sie da drin macht. Oh. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Okay, also wir müssen es irgendwie verhindern. Feueralarm ist das erste, was ich sehe. Come on, put that thing down. Tell me what I need a hammer to break it open. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your das Rücken hat keinen Aufwand, du erkennst. Du behältst gewonnene Informationen, Objekte. Warte mal. Ich will wissen, was... No. Oh, ich will wissen, wie er reagiert. Kann ich das machen? No. Nee, okay. Ja gut, dann zurück. So. Hallo. Bim. Bam. No way. Don't ever touch me again, freak. Yep. Sehe ich genauso. Oh. Heißt es jetzt, dass er weiß, dass wir da waren? This cannot be real. Wenn er mein Foto gesehen hat. I just saw a girl get shot and then saved her. What yep. The fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? Oh, hello. That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Oh, die Fresse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Okay. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Savage. Ja, geh schön weiter, kleiner Mann. Kleiner Mann. So. Wer bist du? Director Wells. You look a little stressed out. Are you okay? Nicht wirklich. Just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Okay. Ich liebe auch diese Musik. Diese Musik ist auch so gut. Nathan melden oder die Wahrheit verbergen? Ich würde... Ja, melden, logisch. Also nicht logisch, aber ich verfahre ja so, wie ich in echt vorgehen würde. Und wenn ich jemanden sehen würde, der mit einer Waffe in der Mädchentoilette als Junge rum, würde das so logischerweise melden, hallo. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott? Mhm. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. Juckt. Mich überhaupt nicht. Scheißegal. Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. Ja, okay, das ist jetzt auf der anderen Seite wieder ein bisschen zu viel verlangt. Einfach nur zu sagen, ja, der ist gefährlich, kannst du bitte rauswerfen? Ja, danke. After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class. Ja, was soll er denn machen? Als ob er jetzt einfach sagt, ja, okay, ich glaube dir jetzt jedes Wort. Und, ich schmeiß jetzt einfach raus. Keine Beweise, aber ich schmeiß jetzt einfach raus. Dieses Symbol bedeutet, dass deine Tat Konsequenzen haben wird. Du kannst die Zeit zurückspulen oder den Text nicht lesen, weil er zu schnell weggeht. Wenn du dieses Gebet verlässt, kannst du deine Entscheidung nicht mehr ändern. Okay, wisst ihr was? Ich gehe mal kurz zurück. Schnibbeldi-wuppeldi-wabbeldi-wupp. Und, werde gucken, was die andere Option ist. Ich weiß nicht aber, ob ich das jedes Mal mache. Also ich werde diesmal machen. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht jedes Mal machen. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie.
And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Das macht, das, was du gerade gesagt hast, hat absolut keinen Sinn gemacht. Oh, ich gehe auf die Toilette während des Unterrichts, weil mir schlecht ist. Also nicht mal während des Unterrichts. Und dann komme ich raus, weil Feueralarm ausgelöst wird und sag dir, oh, ich bin ein bisschen besorgt. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen irritiert, weil der Feueralarm ausgelöst wurde und ich vielleicht Angst habe, dass irgendwo was brennt. Du laberst Scheiße. So, also wir gehen nochmal zurück. Ist irgendwie komisch, zwei Maxes zu sehen. So, hallo mein Freund. Du bist absolut scheiße. So. So, tschüss. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Yep. Zurück zum Schulgelände. Das sieht idyllisch aus. Hat die Adidas angehabt? Sah so aus. Zumindest aus meinem Augenwinkel. Er macht doch was. Er holt ihn direkt zum Office. Wenn er der bitte nachgeht. Los. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo. Sorry, bin spät dran, folgender Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz, bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Haben wir sonst noch irgendwas, was uns jemand geschickt hat? Nope. Okay, I better get to my dorm and grab okay, jetzt wollte ich das nicht. Warte mal, Moment mal, wir haben doch hier, drücke Tab, mein Tagebuch zu öffnen. 12, wir haben so viele Seiten gelesen können. Uiuiui. Ich fühle mich so beschissen, ich wollte bloß auf der Toilette alleine sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein. Und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wieder wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Nice Referenz. Ist auch irgendwie die einzige Referenz, weil der Film halt so prägnant damals war, dass wenn Leute an Zeitreisen denken und an dieses typische Klischee, dass jemand immer und immer wieder das Gleiche erlebt und es dann irgendwann zu seinem eigenen Vorteil nutzt, denken irgendwie viele an den Film. Macht ja auch Sinn, weil es irgendwie das bekannteste Medium mit diesem Format an Idee ist. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließ. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg. Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Director Wells eingeschritten und David wegscheuchte. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Director Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder die Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Ja gut, das Mädchen hast du ja erwähnt. Das Mädchen hat er gesagt, dass er eine Waffe rumgefuchtelt hat, nicht, dass er es auf ein Mädchen gerichtet hat. Okay, ja, stimmt. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeit schien ein Mädchen umgebracht hatte. Not all those who wander are lost. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. CUI, was auch immer das heißt. $1 fine for books. Keine Ahnung.
Direktor und David. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hatte mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Sweet Home Alabama, alles klar. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Akademie angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen oder fühlen. Oder etwa nicht. Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Mark und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Gonna catch 'em all. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Du bereitest keinen Ärger. Okay. Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat... Auch das stimmt nicht. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass der ein Problem mit mir hat. Das eine hat mit dem anderen, also egal. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwiderte Blackwell den Gefallen. Das halte ich für ein Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht wieder auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Okay, schauen wir mal auf den Fotos. Wir haben ein zerbrochenes Skateboard, wir haben einen Mann, wir haben ein Eichhörnchen. Finden wir mal zuerst den Vogel vielleicht oder das Eichhörnchen. Eine sehr große Map zum Erkunden. Haben wir vielleicht... Da ist ein Skateboard. Vielleicht interagieren wir mal mit denen, damit wir das sehen können. Hallo. Check out the Max. Come to thrash? Oh ja. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Zurück. So eine geile Funktion. Okay, also wir brauchen einen Tray Slip und einen Nose Slip und einen Budget, um Nose Slides zu üben, Alter. I came to Nose Slide. But I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nein. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Okay, wobei zerbricht ein Skateboard am ehesten? Ich habe keine Ahnung, was beide diese Begriffe funktionieren wahrscheinlich. Bedeuten aber, ich sag mal, Tree Flip. Ich sag mal, Tree Flip. Go for a tree flip. An einem Baum sind Äste und die können brechen. Komm. Aua, das tut weh. Kann ich das Skateboard bitte zerbrechen? Och, das ist gemein. Egal. Wie dämlich. Bitte hat es niemand gesehen. Spaß natürlich, haben das alle gesehen. Errungenschaft freigeschaltet, Teleobjektiv. Kann ich dein Skateboard zufällig zerbrechen? Warte, kann ich nochmal mit ihm reden? Hey. I'm stoked to see those photos framed and shit. You're not really a skate Betty, though. Nicht wirklich. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board, too. Rachel, Amber and her punk friend used to love skating with us. Oh Gott. Punkerfreundin, du kanntest Rachel, du hängst mit Victoria rum. Punkerfreundin? Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair. Oh, ich glaube, die kennen wir. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Sehr gut. Du kanntest Rachel? You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate. Ich liebe es, wie dieses Radio prompt abschaltet, wenn die Kamera wegfadet. Das ist so geil. Anytime you wanna take some action shots, we're here for you, Max. Seine Stimme wird nicht leiser, aber die des Radios verschwindet komplett. Kann ich vielleicht irgendwie zerbrochenes Skateboard haben oder so?
Ha. Also ich bin nicht auf die 100% aus, aber es wäre halt schön, schön irgendwie, ne? Also es wäre schön, schön. Aufstellungstafel. Ausstellungstafel. Miss Grant, okay. Hallo. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Petition? Ja. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Ich weiß nicht, wie ich mich da fühle. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Mhm. Das verrückt David Mattson. Das hätte Rachel helfen können. Direkt damit anfangen. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. Yep. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Hm, so alt ist Blackwell, die amerikanischen Ureinwohner. Sie wissen eine Menge. Erstmal richtig schön reinschleimen. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. Stimmt schon irgendwo, ja. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Schreiben, also es geht um eine Petition gegen Überwachungskameras. Ja, da sie Überwachungskameras höchstwahrscheinlich nicht in den Toiletten einbauen, würde ich sagen, ja. Absolutely. I don't mind security. Also, das hat damit nichts zu tun. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ich habe gerade Scheiße gelabert. Ich meine, wenn die diese Taten Konsequenzen haben. Ja, ja, wahrscheinlich. Nee, aber was ich meinte ist, dass wenn ich nicht unterschrieben hätte, also Kameras entstehen würden, hätten sie es wahrscheinlich nicht in die Toiletten gemacht. Also hätte es so oder so nicht geholfen, weil das, was wir gerade gesehen haben, war ja in den Toiletten. So ungefähr. Can my dad be okay? You guys are retarded. Please find me a BF for prom. Achso. Please go ahead and kill me. Okay. Alles klar. Kann ich mir Münzen mitnehmen? Nee, ich kann sie nur ansehen. Ich möchte bitte Money. Hallo. Hallo, Daniel. Oh, was ist das denn? Eine Drohne. Ah. Hallo. What's up, Daniel? Oh, sup. Hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Alter, Facebook ist der größte Scheiß, aber für dich schon. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Rachel. Du kennst hier, was mit dir passiert. Ich glaube, fang an zu zeichnen, halt Schnauz. du kennst sie, was ist mit ihr passiert? So, what happened to her? There's gotta be a story. Mhm. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hm. Das andere interessiert, also das werde ich nicht machen, weil es interessiert mich nicht, aber... You knew her? No. Das kann ich gucken. She asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hm. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute, Muse. I'm humbled. Oh, that's a good posture. Klassische Meerjungfrau-Pose. Was ist das für ein Shirt? Ich bin da. Und was ist das für eine Asttextur? Habe ich das nicht auf die höchsten Grafikeinstellungen gemacht? Oh Gott. Oh. Heftig. Kann ich das haben, bitte? Wie schnell vor allem auch. Alles. Kann ich das haben? Ich will das haben. Gib mir es. Ich will das haben. Gib mir das Porträt, bitte. Das war echt gut. Hallo, na? Luke. Oh, kann ich das auch fotografieren? Water Club sucks. Badumts. Wegen Vortex. Wegen, ne? Also, ja. Luke, hallo. Hello? Hallo, Max, Skywalker. Like hallo? Was ist los? What's wrong?
Nathan Prescott, little rich bitch kid. Mm-hmm. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Oh, ich habe ihn gemeldet. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Karma! Warum hat das denn keine Konsequenzen? Ich würde Freunde mit dir, ich würde würd Freundschaft gerne mit jemandem schließen, der auch die gleichen Leute hasst wie ich. Um es grob auszudrücken. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Uber pro, hallo. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ich sag, ne, Steve McCurry klingt zu nach Chicken Masala, Kappa auch nicht, Jason, ich sag das da, das klingt so künstlerisch. Isn't it Robert Dornau? Oh my, you can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Okay. So, also ja, also hey, das Evan. Ist nicht der, sondern das ist Let's einer der anderen drei. Ich nehme das, was am lächerlichsten klingt. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. Oh. Curry was born 5 years after the falling soldier. Es gibt tatsächlich jemanden, der McCurry heißt. Ich kenne nur die McCurry-Wurst. Och Manu. Lass mir doch mein Chicken Masala Curry, bitte. Hey Evan. Ja, hey Evan. Schnauze Evan. Eugene Smith. Wehe, es ist alles. Well, they both were famous war photographer images. Es ist alles andere. But you should know the difference. Oh, scheiße. Good try. Wrong answer. Alles, was ich sage, natürlich. Das, was richtig ist, nehme ich als letztes. Mhm. Hey, Evan. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Perusal? It's not a privilege I grant to perusal? Many. I'd be honest. Ich hätte natürlich gerne ein Perusal. Lesen. Ach, Photobook steht da drauf, these okay. Photos are great. Mhm. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Okay. Abstract Landscapes 2011, ja. Irgendwie gefällt mir das auch. Das auch, ja. Sieht ja alles gut aus. Und das irgendwie wirkt nach so einem Zelda Wald Dungeon oder Donkey Kong Hintergrund oder sowas. Das sieht gut aus. Gut. Einen haben wir noch nicht ausgefragt. Okay, du wirkst creepy. Ich will eigentlich gar nicht mit euch reden. Ich glaube, ich verwechsel die. Wo sind die beiden, die Victoria verehren? Sind die hier? Sie hat tatsächlich Adidas an, oder? Nee, das ist. Adidas haben keine so eine komische Krempe unten. Hallo, na? Was geht? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Das ist wunderbar, ich denke auch. Ich weiß noch nicht. Ich denke auch. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Och, nicht doch. Warum wollen jetzt alle den Lehrer? Egal. Jetzt, wo du sagst, Victoria, auf keinen Fall. Nö. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Okay. Well, I heard that from a good source. Ja, danke fürs Relativieren. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay. Gibt's doch Leute, die mich wirklich interessieren? Oh, das ist eigentlich. Das,
Kann ich dich fotografieren, bitte? Hallo? Ich möchte dich fotografieren. Muss ich irgendwas machen, um dich fotografieren zu können? Warte mal. In dem Buch? Ach, das sind nur Hinweise darauf. Das sind gar nicht die Fotos, sondern das sind nur die Hinweise darauf. Ah, also ein zerbrochenes Skateboard, weil jemand hingefallen ist beim Skateboarden. Das ist also nicht ein zerbrochenes Skateboard, was ich fotografieren soll. Ah. Okay, Eichhörnchen, ich würde dich ganz gerne fotografieren, aber da ist keine Cola-Dose. Und ich habe keine Cola-Dose dabei. Mich interessiert es noch, das Mädchen. Oh, da ist noch das auch. Mich interessiert es noch das Mädchen mit der Drohne, aber ansonsten. Da drüben ist noch ein Eichhörnchen. Hallo, Eichhörnchen. Hast du was Interessantes für mich? Ah, Zigarettenstummel. Alter, wie viel. Gross. At least switch to E-Cigs. So genau, ist aber auch genau der gleiche Scheiß. Oh, that's not nice. Poor little otter. Das soll ein Otter darstellen? Eichhörnchen ist weg. Da ist ein Vogel. Kann ich dich fotografieren? Nein. Ich will einfach jedes Tier hier fotografieren. Die sind alle so süß. Was haben wir da drüben noch ein paar Eichhörnchen? Ich find's auch so geil, dass die Eichhörnchen hier einfach so einfach sind und sich und chillen. Ja, vielleicht wenn ich mich hinsetze, kommt irgendwie so ein Vogel oder sowas. So bizarre to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, da ist Vogel. I'm even more an outsider. Hallo Vogel. Ich möchte dich fotografieren, Vogel. Besides my journal and my camera. Ha. Huh. Man, these are supposed to be the best years of my life. Yep. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Ja, gut. Okay, Hydranten interessiert mich nicht. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was ich. Kann ich hier raus? Kann ich runter? Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot. Okay, nein, kann ich nicht. I better get back to my dorm. Yep, aber ich wollte noch erstmal mit Brooke, hieß die, glaube ich, reden. Hallo Brooke, du hast eine Drohne, kann ich die fliegen? Hallo? Hi Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Schon so? Ist das legal? I'd love to. I love planes and balloons and this is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Hallo? Please, step back. Und ich dachte, du bist sympathisch? Arschloch. So. Hi, Brooke. Ja, Brooke, balla, blip, schnuck. Ist das legal? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read. Och nö. Gibt's keine Möglichkeit, wie ich. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Ich möchte diese Drohnen fliegen. Kann ich nicht einfach irgendwas sagen von wegen. Oh Mann, ich glaube, ich lese zu viele Verschwörungstheorien. Blablabla. Nee, ich glaube, ich nehme aber die. Ich glaube, ich nehme aber das andere. Weil bei der einen Frage. Also es ist eigentlich egal, weil ich glaube, da steht nicht, dass es Konsequenzen haben wird, die Tat. Also wird sie auch wahrscheinlich keine Konsequenzen haben. Aber ja, ich suche immer noch nach diesem einen Eichhörnchen. Und natürlich nach der Möglichkeit, auf diesen Parkplatz zu kommen, aber ich glaube, der ist da drüben. Ne, da steht Dormitories, also Wohnheime. Ich weiß nicht, ob ich da lang komme. Aber da ist ein Foto, hi. Ein Foto, ein Vogel, nicht ein Foto. Nee, ich will zu den Parkplätzen. Die Parkplätze sind wahrscheinlich hinter der Schule, also da drüben. Also was ich jetzt halt überhaupt nicht toll fände, wäre, wenn ich, wenn man da auf dem... Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay. Ach so, ich muss den USB-Sticker erstmal holen. Macht Sinn, ne? Das macht Sinn, Leute. Was ich nicht mögen würde, wäre, wenn ich an den Baum... Wenn ich an dem Baum sitzen bleiben würde und nach gefühlt 3 Minuten oder sowas kommt ein Vogel erst. Weil, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht 3 Minuten da im Let's Play rumhocken und warten darauf, dass ein Vogel kommt. Und dann ist es langweilig. Dementsprechend, ja. Gehe ich jetzt einfach hier lang. Ja. Come on, Logan, bring it, Brock.
Bring it, bro. Come on, bro. What's up, bro? Ich glaube, das ist Elissa oder sowas. Bitte verprügelt mich nicht. I need to go to my room and return Warren's flash drive. The Prescott dormitory? Donated by Sean Prescott and the Prescott Foundation. Oh Gott, nee. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Ah, solange der Raum angenehm ist. Rachel owes me money. Pay up, bitch. Don't take it out on the tree, loser. Ja, der arme Baum hat damit nichts zu tun. Sprinkler. Interessant. Hallo, kann ich dich fotografieren? Oh, vielleicht warte ich, bis der... Na, ne, okay, es sind Partikel. Ich habe gedacht, der Schmetterling müsste sich auf den... Oh, da ist der, den ich fotografieren kann. Hallo. Eichhörnchen, Foto. Na du? Sehr gut, Errungenschaft freigeschaltet, Nahaufnahme. Hallo Kate, was geht? Hi Kate. Hey Max. Hey, irgendwas knallt vor meinem Fenster? Nice, Bro. Du jetzt keine Böller machen, danke, ne? Wie war der Unterricht? Ach, nee. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Oh, okay. Ja gut, dann respektieren wir das. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Natürlich. Hausmeister. Interessant. Ziemlich viele Sachen. Da ist auch anscheinend unser Wohnheim mit vielen Wohnungen. Und da ist Victoria. Na gut, dann wird die Konversation und Konfrontation mit Victoria im nächsten Part stattfinden. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.